Quantity. Quantity kann man drücken, wenn man die bestimmte Anzahl weiß, was man ausschneiden möchte. Da kann man zum Beispiel, ich muss das mal kurz einladen hier. So, dann kann man zum Beispiel sagen, ich möchte ein Herz und zwar Quantität. Dann kann man links und rechts einfach auswählen, wie viel man möchte, mit Plus und Minus auf dieser Seite und dann OK drücken. Das werde ich jetzt aber ausstellen. Danach kommt Cut und dann ist es relativ einfach zu bedienen. So, Clear Display. Dann ist alles weg. Dann haben wir Portrait. Portrait bedeutet einfach die Richtung, in der es ausschneidet. In der Regel schneidet die Maschine hier Bahn für Bahn hier runter. Also längs. Ja, genau. Und wenn man Portrait drückt, dann schneidet er von links nach rechts, wie man liest. Das ist das Einzige, was Portrait bedeutet. Mix and Match. Das ist hier oben der Knopf. Der bedeutet, wenn man zum Beispiel ein Papier hat, wo man diverse Dinge schneiden möchte und auch diverse Größen schneiden möchte oder bestimmte Funktionen nehmen möchte für nur bestimmte Buchstaben, dann kann man Mix und Match nehmen. Dann kann man jedes Mal die Größe ändern, nachdem man das Symbol gedrückt hat. Entweder die Größe oder eben, wie gesagt, Roly-Poly drücken. In diesem Fall einfach die unterschiedlichen Funktionen und dann merkt er sich das und wird das genauso ausschneiden. Fit to Length bedeutet, dass einfach die Länge, also im Querformat, wird die Länge des Symbols angepasst ans Papier. Fit to Page, das kann man entweder Portrait oder Landscape machen, also längs oder quer. Und es wird auch die Symbole oder das Symbol genauso breit ausschneiden oder so lang wie das Papier. So, jetzt zeige ich euch, wie man ein Stück Chipboard schneidet. Und zwar nimmt man dann die Multi-Cut-Funktion. Bei sowas tendiere ich dazu, noch ein bisschen nachzuhelfen beim Kleben. Mit ein bisschen Tesa an jeder Seite, damit da nichts schief läuft, damit es nicht verrutscht. So, mache ich das erstmal. Ich gehe mal ein Stückchen rüber, damit es nicht das Tesa schneidet. So, jetzt werde ich auch vielleicht wieder ein Herz ausschneiden oder ein Tag und werde die Multicut-Funktion benutzen. Ich werde auch meine Klinge auf 5 stellen. Ich werde den Speed, ja, werde ich auch auf 4 stellen und den Druck auf maximal. Das muss einfach sein. So, dann werde ich die Multicut. Erst muss man in Einstellungen gehen. So, und bei den Einstellungen kann man übrigens die Sprache einstellen und ob man Inch oder Zentimeter haben möchte. Und was kann man noch einstellen? Die Mattengröße. Es gibt nämlich auch Matten, die 12x24 Inches sind, für zum Beispiel Dekor an die Wand anzubringen. Und man kann das Display aus- oder einschalten. So, einmal Sprache, Inches oder Zentimeter. Und ich möchte das, ich schneide das jetzt mal zweimal aus, vielleicht auch dreimal, ich probiere es mal mit dreimal. Man kann 2 bis 4 Mal einstellen nur. So, jetzt drücke ich die Multicut-Funktion, die ist jetzt an. Dann werde ich mein Herz raussuchen. Und das werde ich jetzt einfach 2 Inches schneiden. Und zwar mit der Multicut-Funktion. Auf geht's.
schneidet jetzt dreimal auf der gleichen Stelle. Sollte durch sein, nachdem ich die Klinge auf 5 gestellt habe. Jetzt werden wir gleich feststellen, wenn ich es raushole. Na, seht ihr, es hat nicht ganz durchgeschnitten. Das hätte er ruhig 4-mal gebrauchen können. Es ist fast draußen, aber nicht ganz. Also dann 4-mal einstellen. Aber es ist trotzdem recht gut rausgekommen. Man kann es sehen. Ich werde es jetzt zwar nicht schneiden, aber das hier ist ein Stück Stoff. Ich habe diverse Dinge rausgeschnitten, wie ihr seht, Blumen. Und hier wollte ich euch einfach mal zeigen. Das ist ein Herzchen. Das ist total schön ausgeschnitten mit der Quick-Cut. Ich habe dazu verwendet ein Mittelchen. Das ist ein Stoffhärter. Das gibt es entweder im Bastelladen zu kaufen oder ich könnte mir auch vorstellen in der Nähabteilung. Und zwar wird es einfach drüber gepinselt über den Stoff. Am besten nicht so einen dicken Stoff nehmen, so einen normalen Baumwollstoff, einen dünnen. Normalen Bastelkleber, so sieht das aus. Und das wird mit dem Pinsel dünn drüber gestrichen. Dann kann man das entweder mit dem Föhn etwas antrocknen oder einfach trocknen lassen. Und dann wird das quasi wie Papier. Und somit kann man das auch wunderbar schneiden mit der Quick-Cut. Ich habe das natürlich ein bisschen mit Tesa angeklebt, um sicher zu gehen, aber es klappt hervorragend. Ja. Jetzt möchte ich euch kurz den Centerfreund vorstellen. Und zwar geht es um Fotos in der Regel. Ich kann das Gerät so einstellen, dass es den Center Point, den ich eingebe, sie merkt und drumherum schneidet. Also ich werde jetzt ein Oval in das Bild reinschneiden. Kann man auch übrigens nicht im Porträtformat, sondern nur im Querformat nutzen. Ich werde jetzt runterfahren. Ich denke, ich habe die Mitte, ich hoffe es doch. Dann werde ich meinen Centerpoint nehmen und ungefähr 4 Inches möchte ich drumherum. Und werde den Oval nehmen. Und hoffen, dass es funktioniert. Es wird nicht funktionieren, okay? Warum, weiß ich nicht. Dann werde ich einfach ein bisschen kleiner machen. Wow. Okay. Da habe ich es nicht ganz ausgerechnet, aber man kann ungefähr einschätzen, was dabei rauskommt. Also man muss es wirklich genau abmessen drumherum und genau den Punkt finden, den man braucht. Aber you get the picture. Zu den Matten ganz schnell, um die, damit sie klebrig bleiben, ihr keine neuen Matten kaufen müsst. Einfach eine warme Seifenlauge etwas schrubben und trocknen lassen. Und dann könnt ihr sowas wie hier diesen Kleber wieder ablösbar oder ein Spray tut es auch wieder ablösbar. Und dann sind die Dinger wie neu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ladet euch die Tabelle runter und ich hoffe, dass ich euch irgendwie helfen konnte. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Das ist memoriesartwork@gmail.com. Und ich freue mich schon, von euch zu hören. Tschüss!